Hallo, schön, dass du da bist. Es ist Samstag, es ist Kindergottesdienst. Leider nicht zusammen im Gemeindehaus heute. Wir müssen es mal wieder so durch den Bildschirm machen. Es macht aber gar nichts. Es wird trotzdem richtig gut heute, denn wir haben was ganz Besonderes mit dir vor. Wir machen heute hier zusammen den sensationellen Weihnachtskrippenwettbewerb. Das geht so. Wir wollen, dass du zu Hause eine Weihnachtskrippe aufbaust. Eine Weihnachtskrippe, das kennst du vielleicht, steht manchmal unterm Tannenbaum. Da stehen dann so Figuren, die zeigen Maria, das Jesuskind, den Josef, den Esel, manchmal auch ein Ochse dabei, ein Hirte mit Schafen. Alles das kann zu einer Weihnachtskrippe dazugehören und zeigt die Geschichte von Weihnachten, wie Jesus geboren worden ist im Stall von Bethlehem. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen, dass du zu Hause eine Weihnachtskrippe aufbaust, dann wollen wir aber etwas Besonderes doch dabei haben. Du sollst es nämlich einfach mit Dingen aufbauen, die du zu Hause hast. Vielleicht mit Spielzeugen, mit Kuscheltieren oder Playmobil oder Lego oder vielleicht auch ganz andere Gegenstände. Du siehst gleich mal ein paar Videos. Das sind Videos, die hat unser Kindergottesdienstteam gemacht. Du siehst ein Video von Jana Gielung, du siehst ein Video von Susanne Podvorny und du siehst auch ein kleines Video von mir. Da kannst du sehen, wie wir eine Weihnachtskrippe aufgebaut haben aus Dingen, die ja eigentlich vielleicht erstmal gar nichts mit Weihnachten zu tun haben vielleicht. Und trotzdem kann man die Geschichte daraus erkennen. Du merkst schon, man kann diese Weihnachtskrippe aus ganz verschiedenen, auch ganz besonderen Dingen aufbauen. Wir sind mal gespannt, was dir einfällt. Und wenn du dann zu Hause eine Krippe aufgebaut hast, dann mach doch ein Foto davon und schick es uns mit einer E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht hier jetzt im Video und auch unter dem Video kann man die E-Mail-Adresse immer noch finden. Wenn du ein Foto von deiner Krippe machst, dann stellen wir das auf unsere Website und zeigen es da, machen dann eine kleine Krippenausstellung miteinander. Und wenn dein Foto von deiner Krippe da zu sehen ist, dann bekommst du von uns ein kleines Geschenk zugeschickt zu Weihnachten. Das ist es, was wir mit dir vorhaben, unser sensationeller Weihnachtskrippenwettbewerb. Und ich hoffe, dass du Spaß dran hast. Wir hatten unglaublich viel Spaß bei den Videos, die wir gemacht haben. Und ich freue mich auf das Bild von deiner Krippe. Ansonsten wünsche ich dir, dass du jetzt in der Adventszeit wohl behütet bist. Du und alle, die zu dir gehören. Und dass ihr dann ein schönes Weihnachtsfest miteinander feiern könnt. Mach's gut. Wir sehen uns im neuen Jahr. Dann wirst du wieder benachrichtigt, was wir mit dem Kindergottesdienst dann machen. Bis dahin, bleib behütet, mach's gut.